Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 8. Doch auf eine Weise redet Gott, und auf eine zweite, und man wird nicht gewahr. Im Traum, in der nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr des Menschen und bestätigt die Warnung für sie. Hiob, Kapitel 33, Verse 14 bis 16. Die Beutereiter hatten sich keine Mühe gegeben, ihre Spuren zu verwischen. Sicher wussten sie, dass sie kaum eine Chance hatten, sich vor Verfolgern zu verbergen. Ein knappes Dutzend Berittener fiel in dieser Gegend auf. Aber sie hatten auch gar keinen Grund zur Heimlichkeit. Niemand hier würde es wagen, sie anzugreifen oder hatte auch nur die Mittel dazu. Hiob ging davon aus, dass die Rotte irgendwo ganz in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen hatte. Er hatte bei den Söldnern weder Verpflegung noch sonstige Ausrüstung gesehen. Außer ihren Waffen und Rüstungen hatten sie nichts bei sich getragen. Zudem musste es einen Wagen geben, in dem sie die Kinder zum Himmel bringen würden. Er hoffte, dass er recht hatte. Wenn die Beutereiter nicht in der Gegend lagerten und die ganze Nacht durchgeritten waren, hatte er wenig Chancen, sie zu Fuß einzuholen. Außerdem hoffte er, dass noch weitere Dörfer auf ihrer Route lagen und dass er die Kinder aus dem nur leicht bewachten Lager befreien konnte, während Eliphas mit dem größten Teil seiner Truppe den nächsten Weiler heimsuchte. Damit ihm das gelang, durften sie ihn jedoch nicht bemerken. Hiob wusste, wenn er in ihre Nähe kam, musste er auf der Hut sein. Im Moment waren die verwaschenen Hufspuren auf dem schmalen Weg, der die Küste hinaufführte, jedoch das Einzige, was auf die Konfrontation des Vortages hinwies. Hiob dachte an die Lehrstunden im Fährtenlesen, die er in Montserrat besucht hatte. Was er damals gelernt hatte, konnte er jetzt gut brauchen und er ärgerte sich, dass er sich so früh hatte entmutigen lassen. Aber die Ureliten waren einfach zu gut gewesen. Sie hätten aus einer Spur wie dieser schon längst Anzahl der Pferde und Reiter und womöglich ihr Alter oder ihren Namen ablesen können. Er hingegen war kaum in der Lage, auch nur eines davon mit Sicherheit zu sagen. Zumindest die Richtung war im Moment klar und das sollte ihm im Moment auch genügen. Am späten Vormittag erreichte Hiob eine Weggabelung, an der der Pfad aus Valencas auf eine größere Straße mündete. An vielen Stellen geborstener Asphalt bedeckte dieses Stück der Straße und die schlammigen Hufe der schweren Pferde hatten eine deutliche Spur nach Norden hinterlassen. Aber Hiob fürchtete, die Spur bald zu verlieren, sollte die Straßendecke auch weiterhin so gut erhalten sein. Seine Sorge erwies sich als durchaus begründet. Die Straßendecke blieb gut. Und schon nach einer halben Stunde war kaum noch eine Hufspur auf dem nass glänzenden Asphalt auszumachen. Hiob konzentrierte sich jetzt mehr auf die tiefer gelegenen, verwitterten Ränder der Straße. Bislang hatte es keine nennenswerten Abzweigungen gegeben und er hoffte, die Hufspuren wieder zu entdecken, sobald die Beutereiter die Straße verließen. Daran, dass die Söldner mit ihrem Reittieren auf der Straße viel schneller vorangekommen sein würden, mochte er gar nicht denken. Wenn er doch nur noch seine Flügel gehabt hätte. Die durchnässten Lederstiefel scheuerten an seinen Füßen und er merkte, dass er Blasen bekam. Das lange Laufen war ungewohnt für ihn und er fragte sich immer wieder, was der Herr wohl mit dieser Probe bezwecken wollte, wenn es denn eine war. Kurz nach Mittag kam er an einem von einer hohen, abweisenden Mauer umgebenen Gehöft vorbei. Er konnte niemanden sehen, aber das Geschrei von Geflügel war von jenseits der Mauer zu hören. Und Rauch kam aus einem eisernen Rohr, das hoch in den Himmel ragte. Hiob überlegte, ob er dort einkehren sollte, um sich auszuruhen und nach den schwarzen Reitern zu fragen. Aber der Gedanke an fremde Menschen jagte ihm plötzlich Angst ein. Er war seit dem Verlust seiner Flügel noch nie auf Fremde zugegangen. Mit Irene und ihrer Familie war es etwas anderes gewesen. Er hatte lange bewusstlos in ihrem Haus gelegen und war von ihnen gepflegt worden. Als er endlich erwacht war, war es fast so gewesen, als sei er dort zu Hause. Und auch mit den anderen Leuten in Valencas war es etwas Besonderes.
auch wenn sie ihm misstrauten, ihn vielleicht sogar fürchteten, war er für sie irgendwie schon lange Teil des Dorfalltags gewesen, bevor er sie tatsächlich getroffen hatte. Sie waren auf ihn vorbereitet gewesen und Irene oder Marie hatten ihn auf sie vorbereitet. Hier war das anders. Die Menschen, die hinter dieser Mauer ihre Hühner fütterten und ihr Essen kochten, die vielleicht auch wie Irene an jenen seltenen Sonnentagen Waschtag machten und ihre frisch gewaschenen Kleider auf den Leinen trockneten, die zwischen den rostigen, aus dem Beton ragenden Eisenstangen gespannt waren. Diese Menschen waren nicht auf ihn vorbereitet und er war nicht darauf vorbereitet, sie zu erschrecken. Was sollten sie von ihm denken? Ein Engel ohne Flügel, der nach einer Rotte Beutereiter fragte? Er glaubte nicht, dass er vor ihnen verbergen könnte, was er war. Die Gegend schien ihm jetzt immer dichter besiedelt zu sein. Die triste Sumpflandschaft, die den Weg nach Valenkas gesäumt hatte, war weiten Feldern und saftigen Weiden gewichen, auf denen Kühe und Schafe grasten. Und immer häufiger war die Rauchfahne eines Gehöfts zu erkennen. An einer Stelle überspannte eine Brücke aus schweren, vernieteten Stahlträgern einen kleinen Fluss. Sein Bett hatte sich tief ins helle Gestein gegraben, das sich sonst überall unter dem feuchten Boden verbarg. Es gab jetzt häufige Abzweigungen von der Straße, aber keine sah so aus, als sei dort ein größerer Trupp Berittener abgebogen. Als die asphaltierte Straße am Nachmittag einem breiten, unbefestigten Weg wich, auf dem nichts außer einer einsamen Wagenspur zu erkennen war, packte Hiob die Verzweiflung. Wütend auf sich selbst warf er sein Bündel in den Schlamm und ließ sich ermattet auf einem Findling am Wegesrand fallen. Er war vollkommen nutzlos. Er hatte die Beutereiter nicht aufhalten können, als sie Dominik und die anderen Kinder aus Valenkas geraubt hatten. Und er war unfähig, sie jetzt aufzuspüren. All das, was er im Himmel gelernt hatte, war nur ein nutzloser Ballast, der ihn niederdrückte und ihm den Atem raubte. Ja, er war sogar zu feige gewesen, bei ein paar Bauern nach den Reitern zu fragen. Wie hatte er nur glauben können, Dominik je allein wiederzufinden? Er hatte nie gelernt, ein Mensch zu sein. Wie sollte er sich jemals gegen eine Rotte ausgebildeter Söldner behaupten können? Nachdem er einige Zeit brütend dagesessen hatte, stellte er fest, dass er hungrig war. Den ganzen Tag hatte er seinen Proviant nicht angerührt, war viel zu sehr in Gedanken versunken gewesen, um zu bemerken, wie ausgehungert er war. Noch nicht einmal dazu bin ich imstande, dachte er, als er sein Bündel aufschnürte und Brot und Fisch hervorholte. Nachdem er gegessen hatte, fühlte er sich besser. Der Regen hatte fast aufgehört. Der Wind trieb nur ein paar vereinzelte Tropfen vor sich her. Wie er es auch drehte und wendete, er musste umkehren. Er würde an dem Gehöft Halt machen und nach Eliphas Rotte fragen. Und vielleicht konnte er dort sogar übernachten. Auf dem Weg dorthin würde er jede Abzweigung noch einmal genau untersuchen. Vielleicht hatte er etwas übersehen. Hiob nahm sich so viel Zeit bei der Untersuchung der einzelnen Wege, die von der Straße wegführten, dass es schon dämmerte, als er wieder die rostig-braune Brücke erreichte. Er hatte sich an vieles erinnert, wie man Spuren fand, die nicht am Boden waren, nach welchem Muster man am besten suchen sollte, damit die Augen nicht zu schnell ermüdeten, und dass auch Tiere Zeugen eines vorbeieilenden Feindes sein konnten. Nur konnte man sie nicht fragen, sondern musste aus ihrem Verhalten Schlüsse ziehen. Aber all das hatte immer wieder zum selben Ergebnis geführt. Die Beutereiter hatten dieses Stück der Straße wahrscheinlich nie betreten. Als er über die Brücke ging, stieg ihm plötzlich der schwache, stechende Geruch von Rauch in die Nase. Er blieb abrupt stehen und schaute sich um. Im Halbdunkel konnte er ein ganzes Stück flussaufwärts ein schwaches Leuchten ausmachen, so als würde der Schein eines Feuers von den hellen Felsen des Flussbettes reflektiert. Aufmerksam suchte er die Erde der Brücke ab,
Und tatsächlich, da war ein schmaler, steiniger Pfad, der sich von der Brücke zum rechten Ufer des Flusses hinabwand. Hiob erinnerte sich, dass sie in einer Lehrstunde gehört hatten, dass steinige Bäche oft dazu benutzt wurden, um Fährtenleser abzuschütteln. Weiter unten bestätigte sich Hiobs Vermutung. Das spärliche Unterholz, das auf dem schmalen Streifen zwischen Flussufer und Felswand wuchs, war gegen die Strömung am Ufer entlang niedergetrampelt. Er konnte hier unten zwar weder Rauch riechen, noch den Feuerschein sehen, aber er war sich sicher, das Versteck der Beutereiter aufgestöbert zu haben. Vorsichtig begann er dicht an der Felswand flussaufwärts zu gehen. Das Licht hatte er wieder gelöscht. Wenn die Beutereiter sich so viel Mühe mit ihrem Versteck gemacht hatten, würden sie sicher auch Wachen aufstellen. Es dauerte ziemlich lange, bis er in die Nähe des Lagers gelangte. Er überlegte schon, ob er wieder eine Abzweigung übersehen hatte, als er plötzlich hinter einer Felsnase an einer Flussbiegung knirschende Schritte näher kommen hörte. Sofort drückte er sich in den rettenden Schatten einer Felsnische. Einer der Beutereiter kam schweren Schrittes um die Biegung und ging zum Ufer hinüber. Der Mann gähnte und ohne sich umzusehen, begann er, sich in den Fluss zu erleichtern. Hiob war sich ziemlich sicher, dass der Söldner ihn von dort, wo er stand, nicht sehen konnte, selbst wenn er sich umgedreht und die Felswand abgesucht hätte. Trotzdem presste er sich noch tiefer in die Nische. Aber der Söldner schien sich vollkommen sicher zu fühlen. Als er fertig war, spuckte er noch einmal geräuschvoll in den Fluss und kehrte dahin zurück, wo er hergekommen war, ohne auch nur einen Blick für seine Umgebung übrig zu haben. Hiob verweilte noch einen Moment in seinem Versteck. Er überlegte, ob es falsch gewesen war, den Kerl entkommen zu lassen. Es wäre ein leichtes gewesen, ihn zu überwältigen, und dann hätte er es mit einem Gegner weniger zu tun gehabt. Aber er verwarf den Gedanken wieder. Nein, er hatte ohnehin wenig Hoffnung, die ganze Rotte zu besiegen, und spätestens am Morgen würde Eliphas das Verschwinden seines Mannes bemerken und seine Schlüsse daraus ziehen. Es war besser, wenn der Komtur nicht wusste, dass Hiob ihm auf den Fersen war. Behutsam darauf bedacht, bloß kein Geräusch zu verursachen, schob sich Hiob an die Ecke der Felswand heran und lauschte. Er konnte keine Schritte mehr hören, aber dafür ein leises Rauschen, das beinahe die gedämpften Stimmen einer größeren Personengruppe übertönte. Hiob ging in die Hocke und spähte vorsichtig um die Felswand. Der Fluss schien sich auf den ersten Blick genauso durch die Dunkelheit zu winden wie vor der Biegung, aber dann entdeckte er erneut den Widerschein des Feuers. An einer Felswand, etwas weiter flussaufwärts, gab es scheinbar einen kleinen Talkessel, in den der Fluss sich als Wasserfall hinabstürzte. Hiob konnte oben an der Felskante deutlich das Wasser im Widerschein des Feuers glitzern sehen. Die Rotte hatte sich einen guten Lagerplatz ausgesucht, geschützt, versteckt und nur von einer Seite zu erreichen und deshalb leicht zu bewachen. Hiob war sich sicher, dass Eliphas an einer schmalen Stelle am Eingang des Talkessels Wachen aufgestellt hatte. Er hätte es genauso gemacht. Der einzige andere Weg ins Lager führte durch die Luft. Wenn er noch seine Flügel gehabt hätte, wäre es ihm jetzt leicht gefallen, aus der Schlucht anzufliegen und von oben auf die Beutereiter herabzustoßen, um die Kinder zu befreien. Aber er hatte keine Flügel mehr, also musste er wohl oder übel klettern. Er ging noch ein gutes Stück hinunter, die letzte Flussbiegung zurück, falls wieder einer der Beutereiter aus dem Lager kam, um sich zu erleichtern. Hier gab es eine Stelle, die nicht ganz so steil wirkte wie der Rest der Felswand und die weit genug vom Lager entfernt sein sollte, dass er nicht allzu sehr auf Heimlichkeit bedacht sein musste. Wie sich herausstellen sollte, konnte er auf Heimlichkeit überhaupt keinen Gedanken verschwenden. Mehr als einmal war er mit Barkanel außen über das Mauerwerk des Himmels von Mont Savage geklettert. Aber auch wenn sie sich in schwindelerregender Höhe bewegt hatten, so war es doch bei Tageslicht gewesen. Er hatte die Gewissheit gehabt, sich jederzeit einfach in die Tiefe fallen lassen zu können und sich mit ein paar kräftigen Flügelschlägen wieder zu fangen. Hier war das anders. Er konnte sich bei der Suche nach Griffen und Tritten nur auf seinen Tastsinn verlassen. Das schwache Mondlicht, das durch die dünne Wolkendecke sickerte, reichte gerade, ihn den Grund der Schlucht unter und den Rand der Felswand über ihm erkennen zu lassen. Er hatte zuerst überlegt, seine Lanze auf den Rücken zu binden, musste dann aber feststellen, dass die über 2 Meter lange Waffe einfach zu sperrig war und ihn beim Klettern zu sehr behinderte.
Also knotete er das eine Ende der Schnur, mit der die Lanze in ihrem Futteral umwickelt war, an den Schaft direkt unter der Klinge, während er das andere Ende an seinem Gürtel befestigte. Hoffentlich ist die Schnur lang genug, dachte er, als er in der Mitte der Felswand hing und verzweifelt nach dem nächsten Halt suchte. Endlich zog er sich schweißgebadet über den Rand, und es kam ihm vor, als hätte er die ganze Nacht in dieser Wand gehangen. Die Schlucht musste etwa 10 Meter tief sein, aber ihm erschien es, als sei er eben den Abgründen der Hölle selbst entronnen. Vorsichtig begann er, seine Lanze an der Schnur hinaufzuziehen. Auch wenn die sperrige Waffe sich zweimal verhakte, so dass er sie erst wieder ein Stück hinablassen musste, dauerte es nicht lange, bis er den Schaft unversehrt in Händen hielt. Auf dem steinigen Untergrund wuchs duftendes Heidekraut und er konnte den dunklen Streifen eines Waldes am Horizont erkennen. Es fiel ihm schwer, sich hier am Boden zu orientieren, besonders bei Nacht. In der Luft war das viel einfacher. Immer gab es irgendwelche Orientierungspunkte, die schon von Weitem zu erkennen waren. Zum Glück brauchte er jetzt nur noch den Flusslauf zu folgen, bis er an den Wasserfall kam. Als er an der Felskante über dem Lager der Beutereiter stand, konnte Hiob im dunklen Tal nur noch das schwache Glühen dreier Feuerstellen erkennen. Es war spät geworden. Die Söldner hatten ihre Feuer bis auf die Glut niederbrennen lassen und sich schlafen gelegt. Es war sicher keine gute Idee, jetzt zu versuchen, in das dunkle Lager hinabzuklettern. Hiob war müde, und nach dem Aufstieg aus der Schlucht hatte er wenig Lust auf eine weitere nächtliche Kletterpartie. Wie sollte er mit Dominik entkommen? Sollte er die anderen Kinder zurücklassen? Er schob die Fragen beiseite und suchte sich einen sicheren Platz an einer Felskante, von dem aus er zumindest eine der Feuerstätten im Blick hatte. Zuerst einmal musste er morgen herausfinden, wie das Lager aussah und mit wie vielen Beutereitern er es überhaupt zu tun hatte. Auch wenn er schon letzte Nacht nicht geschlafen hatte, legte er sich nicht hin, sondern hockte sich in Ruhestellung der Engel in eine flache Mulde und versuchte zu meditieren. Aber immer wieder fielen ihm die Augen zu und er sackte zur Seite. Anscheinend hatte er schon zu lange wie ein Mensch gelebt und geschlafen. Vielleicht war er aber auch einfach nur zu müde. In rasender Jagd flog er über das Pflaster der Straßen dahin. Immer wieder tauchten ängstliche oder zornige Gesichter vor seinen Augen auf. Aber bevor er erkennen konnte, wer sie waren oder warum sie Angst oder Zorn empfanden, waren sie wieder aus seinem Blickfeld entschwunden. Er konnte sich nicht rühren. Seine Handgelenke waren mit einem rauen Strick gefesselt. Seine Ellenbogen pressten sich schmerzhaft in seine Rippen. Das Pferd, auf dem er bäuchlings lag, jagte in gestrecktem Galopp durch die engen Straßen der Stadt. Er konnte den salzigen Schweiß auf dem dunkelbraunen Fell der Flanken glänzen sehen. Der Geruch alten, ranzigen Fetts, das von dem Reiter ausging, hing ihm bitter in der Nase und Mund. Er hatte gekämpft, hatte den schwarzen Krieger getreten und gebissen, hatte geschrien, bis er heiser gewesen war, aber es hatte nichts genutzt. Die schwarzen Männer hatten seine Mutter ins Haus geschleppt und ihn gefesselt. Einer der Krieger hatte ihn auf sein Pferd geworfen und war mit ihm durch das Tor vom Hof geritten. Wenn er den Kopf drehte, konnte er den hohen schwarzen Stiefel des Reiters erkennen, der dem Pferd die Sporen gab. Immer schneller wurde der Ritt. Das glänzende Pflaster der Stadt wich Schotter, Schlamm und Gras, bis sie schließlich über eine fette grüne Wiese jagten. Die Wiese war von vielen kleinen Gräben durchzogen und immer wieder, wenn das Pferd in einem Satz einen der Gräben übersprang, drückte der Sattelknauf sich schmerzhaft in seinen Bauch. Endlich erreichten sie in der Dunkelheit einen tiefer gelegenen Platz an einem Waldrand. Überall brannten Feuer und in der Mitte des Platzes stand ein großer Wagen, dessen Fläche von einem Käfig aus rauen Eisenstangen eingenommen wurde. Viele kleine, bleiche Gesichter starrten zu ihm herauf, als der schwarze Krieger sein Pferd neben dem Wagen zum Stehen brachte und ihm am ausgestreckten Arm über die offene Klappe im Dach des Käfigs hielt. Als die Hand des Beutereiters ihn losließ, begann Hiob zu schreien. Erschrocken setzte er sich auf und hielt sich den Mund zu. Hoffentlich hatte keiner im Lager seinen Schrei gehört. Es war frühe Morgendämmerung. Seine Decke war von Tau und Nieselregen vollkommen durchnässt und seine Glieder waren steif und kalt.
Vorsichtig kroch er zum Rand des Talkessels. Im Lager der Rotte war alles ruhig. Die Feuerstellen waren verloschen und zwischen den vier Zelten war niemand zu sehen. Die Wachen am Ausgang des Tals, falls es denn welche gab, konnte Hiob im Dämmerlicht nicht erkennen. Er kroch wieder zurück und ließ sich nachdenklich auf die nasse Decke fallen. Der Traum war diesmal so greifbar gewesen. Die Verfolgung der Beutereiter schien Erinnerungen wachzurufen, die er zuvor noch nicht einmal andeutungsweise berührt hatte. Und das in einer Intensität, wie er es bisher nicht kannte. Vielleicht war es Dominiks Schicksal, das so sehr sein eigenes widerspiegelte und die Erinnerungen zurückbrachte. Vielleicht war er aber auch schon so lange kein Engel mehr, dass sein Geist einfach nach etwas suchte, um die Lücken zu füllen. Oder war es etwa Gott, der ihm die Träume schickte, um ihm auf das, was er zu tun hatte, vorzubereiten? Hiob verwarf den Gedanken verärgert. Eliphas hatte ihm selbst gesagt, Gott hatte ihn verlassen. Er war ein gefallener Engel, und sein Tun und seine Träume als Gottes Werk zu bezeichnen, war Ketzerei. Aber wie konnte er ein Ketzer sein, wo Gott doch ihn verlassen hatte? Wenn der Allmächtige nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, war es dann nicht nur richtig, wenn er sein Schicksal akzeptierte und tat, was er für richtig hielt, ohne an den Herrn zu denken? Aber er hatte Wichtigeres zu tun, als sich mit solchen Zweifeln zu plagen. Schnell wickelte er seine Decke zusammen und band sie wieder an seine Lanze. Im nassen Zustand war das Bündel sehr viel schwerer, und Hiob überlegte, wann er wohl die Möglichkeit haben würde, seine Sachen zu trocknen und ob er die Decke nicht einfach zurücklassen sollte. Entschied sich dann aber dagegen. Als er sich bäuchlings an die Felskante lehnte, um ins Tal hinabzuspähen, war Leben ins Lager gekommen. Einige Beutereiter versuchten zwischen den Zelten verschlafen, Leben in ihre Glieder zu bringen, andere waren damit beschäftigt, die Feuer wieder anzufachen. Hiob konnte jetzt erkennen, dass drei größere und ein kleineres Zelt im Lager aufgeschlagen waren. Die Pferde mussten im Schutz eines Felsvorsprungs angepflockt sein, denn er konnte sie nicht sehen, obwohl aber hören. Im kleineren der Zelte schien Eliphas untergebracht zu sein. Von seiner Spitze flatterte ein schwarzer Wimpel träge in der Morgenbrise. Aus zwei der größeren kamen seine Männer hervor, während das dritte große Zelt etwas abseits stand, verschlissener und ausgeblichener wirkte als die beiden anderen. Dort mussten die auserwählten Kinder gefangen sein. Wenigstens hatten sie ein Dach über dem Kopf. Abseits der Zelte am Ufer des Flusses, der unterhalb des Wasserfalls einen kleinen See bildete, konnte Hiob ein roh zusammengezimmertes Floß erkennen. Es bestand aus zwei Reihen großer, blauer Plastikfässer mit einer Holzplattform dazwischen. Er hatte sich schon gefragt, wie die Rotte ihre ganze Ausrüstung hierher gebracht hatte und vor allem, wie sie die Kinder von hier fortschaffen wollten. Er hatte erst einmal genug gesehen und zog sich zurück. Es sah nicht aus, als würde die Rotte heute noch ihr Lager abbrechen. Also würde Eliphas seine Männer sicher noch einmal von hier aus in das umliegende Dorf führen, um den Kirchenzehnten einzutreiben. Und dann war die Zeit für Hiobs Eingreifen gekommen.